Hier kommt dann die Pumpe rein. Die wird dann hier innen durchgeführt. Ich habe hier nochmal Öffnungen gemacht, dass die Wurzeln, die dann jetzt hier dann herunterwachsen, raus können, in den Topf raus können. Ich werde dazu noch ein Video machen, wie man den Pflanzturm Mini baut mit allen Materialien, dass ihr es selber machen könnt. Wer das möchte, wer jetzt das kaufen möchte, kann es natürlich auch im Shop machen. So, jetzt schauen wir mal. Wow! Ja? Perfekt! So muss das. Ich habe die Ringe hier abgedichtet. Man sieht es am Aquarium Silikon. Und jetzt ist halt meine Prüfung, ob jetzt hier seitlich irgendwo mal Wasser runterläuft. Wenn nicht, muss ich nochmal nacharbeiten. Ja, fein. Präsentiere den Pflanzturm in Schwarz für die Corinna. Und so sieht der Pflanzturm in Grün aus, ich meine in Weiß. Ja, Basilikum und die Minze. Ja, läuft schon ein paar Tage, sieht super aus.